Okay, herzlich willkommen. Es geht heute um die Geldpolitik. Wir hatten vorletzte Woche über die Geldmenge, die Geldnachfrage sehr lange und ausführlich geredet. Die Geldnachfrage ist insofern wichtig, um zu verstehen, warum es überhaupt ein Währungssystem oder ein Geldsystem, eine Versorgung mit Zahlungsmitteln gibt und warum die Banken das machen. Das ist zum Teil ein Zufall, aber auf der anderen Seite letztendlich eine bislang sehr effiziente Möglichkeit, die Versorgung der Wirtschaft mit Zahlungsmitteln zu bewerkstelligen. Es gibt aber alternative Möglichkeiten, es gibt Alternativen. Also eins ist das Goldwährungssystem. Wir könnten auch Gold benutzen, wir können auch Bitcoin benutzen, wenn wir uns einigen könnten. Und wenn wir davon überzeugt wären, das Vertrauen ist immer ein wesentlicher Bestandteil eines Geldsystems. Heute möchte ich ein bisschen tiefer auf die Institution eingehen. Sie werden schon gemerkt haben, dass Makro 1 etwas weniger formal ist als alles, was vor Ihnen möglicherweise in der Makroökonomik liegen würde, wenn Sie sich darauf spezialisieren würden. Wir verzichten ein bisschen mehr auf formale Modellierung. Es gibt ab und zu mal eine Ableitung hier oder da oder später werden wir ein paar Gleichungen an der Wand schreiben, aber erst nächstes Semester wird es richtig losgehen. Aber es ist, um Sie ein bisschen herein ins Fach zu locken, weil das ist für jede Person in der Wirtschaft wichtig zu verstehen, wie diese makroökonomischen Verhältnisse oder Zusammenhänge aussehen. Auch für Leute, die in die Politik gehen oder in die Industrie oder in die BWL. Insofern sehr schön, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank, trotz Wetter und so weiter. Ja, heute möchte ich ganz kurz auf eine formale Darstellung der Geldnachfrage eingehen, das sogenannte Tobin-Baumol-Modell. Das ist eine sehr schöne, sehr einfach sich zu merkende Modell, damit man auch mal ein bisschen mathematisches Gepäck dabei hat, wenn man über die Bedürfnisse der Wirtschaftssubjekte, Geld in der Tasche bzw. Giralgeld auf dem Guthaben auf dem Bankkonto zu haben. Dann gehen wir gleich auf das Geldangebot ein. Wo kommt das eigentlich her? Wir haben letztes Mal schon festgehalten, es ist ein Zwischenspiel zwischen der Zentralbank und den Geschäftsbanken. Es ist nicht nur die Zentralbank, die die Geldversorgung verantwortet oder verursacht. Und deshalb müssen wir über diesen Prozess reden. Es gibt so eine altmodische Betrachtung und für Studenten ist es gar nicht schlecht, um die Ideen zu fixieren. Das heißt der Geldmarktmultiplikator, Geldmultiplikator, um quasi bilanziell zu verstehen, warum die Geldmenge auf der einen Seite in einem Zusammenhang zu dem Zentralbankgeld auf der anderen Seite steht. Dieses Verhältnis ist seit der Finanzkrise etwas wackelig geworden, aber das rührt nicht daher, dass wir die Theorie falsch haben, sondern weil die erschütterten Ereignisse seit 2008 nach wie vor das Bankensystem und die Vergabe von Krediten beeinträchtigen. Und daher müssen wir ein bisschen tiefer eintauchen in die Geldpolitik. Erstmal die Logik und zweitens die Methoden, die Zentralbank oder die Zentralbanken quer durch die Welt in Anspruch nehmen, um die Geldmenge zu steuern und um die Zinspolitik zu gestalten. Wir werden zum Schluss lernen, ist es nicht möglich, trotz all dem, was Sie hören und lesen in der Zeitung, ist es nicht möglich für Zentralbanken, sowohl die Geldmenge als auch die Zinsstrukturen gleichzeitig zu bestimmen. Und der Grund dafür ist genau das, was wir letzte Woche und diese Vorlesung lernen, dass die Geldnachfrage von Ihnen, von Firmen und von Haushalten gestaltet wird. Das ist eine Nachfragekurve. Man kann nicht beide, sowohl Menge als auch Preis, mit simultan bestimmen. Also die Wirtschaftssubjekte sind tatsächlich auch dabei, ein Sagen, ein Mitspracherecht zu haben. So funktioniert das. Insofern zum Schluss werde ich ein paar philosophische Sätze loswerden über die Rolle der Zentralbanken und auch natürlich die Zukunft der Zentralbanken angesichts der technologischen Entwicklungen, die wir in den letzten Jahren bezeugt haben. Letztes Mal hatten wir die Geldnachfrage dargestellt als
negativ geneigte Kurve, preisseitiger Zins. Es handelt sich um die reale Geldmenge. Das heißt, man muss immer die Geldmenge durch ein Preisniveau normieren, damit wir wissen, also wie viel reale Kaufkraft steckt hinter dieser Geldmenge. Diese Geldmenge ist ein Bestand, um quasi wiederholende Ausgaben zu finanzieren. Wir haben von dieser Cambridge Equation gesprochen und wie sie im Prinzip auch eine Motivation für eine Geldnachfrage sein könnte, aber sie ist zu vereinfacht und man muss die Rolle des Zinses und der Transaktionskosten berücksichtigen. Ganz kurz dazu noch in 5 Minuten. Die Geldneutralität als ein begleitendes Prinzip. Wir sehen in Ländern in Afrika und in Asien und im Nahen Osten und Südeuropa, wo Inflation sehr hoch ist, dass es immer einhergeht mit einer sehr, sehr übertriebenen Schöpfung von Geld und vor allen Dingen von Bargeld, weil der Staat eigentlich gar keine Kredite mehr aufnehmen kann, gibt der Staat Unmengen an Banknoten heraus und finanziert sich so über diese Art und Weise. Und das führt irgendwie längerfristig zu einer Inflation. Deshalb haben wir als Anker in unserem Gedankensystem, dass die Geldmenge und deren Wachstumsrate entscheidend ist für die Inflationsrate. Kurzfristig aber allerdings nicht. Dann haben wir die nominalen Zinssätze diskutiert als Mitbestimmung oder Mitdeterminante von der Geldnachfrage. Je höher der Zinssatz, desto weniger die Belohnung sozusagen relativ zu einer zinsbringenden Anlage. Deshalb ist man immer geneigt, mehr Geld auf ein Sparbuch oder einer anderen Investitionsmöglichkeit umzuwandeln. Denken Sie mal an Bundesschatzbriefe. Sie bringen sehr, sehr wenig im Moment. Deshalb ist die Geldnachfrage eigentlich relativ hoch, relativ zu der Situation vor 10 Jahren oder 15 Jahren. Die Inflationsrate und die nominale Verzinsung sind tatsächlich sehr niedrig. Das muss nicht immer sein. Und das kann sich sehr schnell ändern. Ja, wir haben eine komparative Statik. Das ist immer so ein begleitendes Thema für uns. Wie kann man exogene Veränderungen von Faktoren, die wir für gegeben halten, durchlaufen lassen? Was passiert mit den endogenen Variablen? So ein typischer ökonomischer Vorgang, ob Mikro, Makro, Finanzwissenschaft, was auch immer. Das ist unser Bild noch einmal. Wir haben durchgespielt, im Steady State entspricht der Inflationsrate der Wachstumsrate der Geldmenge abzüglich einer Korrektur, wenn Sie wollen, für das reale Wachstum. Und bei Nullwachstum könnte man das einfach als stabile Geldnachfrage sehen, bei gleichbleibendem Zinssatz. Bei gleichbleibendem Zinssatz heißt es, die Inflationsrate ändert sich auch nicht, aber sie kann durchaus positiv sein. Und im zweiten Fall haben wir diese abgebildet, also exponentielle Wachstum von M, nominale Geldmenge, exponentielle Wachstumsrate, exponentielles Wachstum des Preisniveaus, jedoch konstante Geldmenge und positive Inflation. Und dann in der letzten eine Situation, wo eine dynamisierte Fall auftritt, wo die Inflationsrate steigt, die Geldmenge, Wachstumsrate steigt, das Preisniveau steigt höher, zu einer Rate höher, die höher ist als die Geldmenge. Das würde heißen, dass die Geldnachfrage und Geldangebot per Gleichgewicht zurückgeht. Das würde einhergehen in einer Zeit von steigender Inflationsrate, steigender Zinssätze. Und man könnte das umdrehen und sagen, okay, bei fallender Inflation müsste das eigentlich heißen, dass die Geldnachfrage steigt. Die Leute gewinnen Vertrauen im Geld und wollen das wieder halten, weil sie meinen, die Inflationsrate, die Werterosion geht zurück. Es gibt schöne Beispiele aus dem europäischen Raum, der genau dieses belegt. Und das habe ich mal selber erlebt in Bulgarien. Ich war mehrfach in Bulgarien in den 90er Jahren und habe gesehen, die Leute haben plötzlich Mitte der 90er Angst gehabt, die Inflation kommt. Und sie hatten recht, die Inflation kam. Die Leute konnten gar nichts mehr in den Regalen finden, weil kein Mensch als Händler das verkaufen wollte. Das Geld hatte keinen Wert mehr, alles wurde gehortet. Und Sie sehen, die orange Kurve ist die reale Geldmenge in Bulgarien bis hin zu der
Mitte der 90er Jahre ist zurückgegangen, weil die Leute natürlich alle vor dieser Inflation Angst hatten. Und die ist tatsächlich eingetreten, und zwar auf eine sehr, sehr rabiate Art und Weise. Und in dem Moment ist die Inflationsrate so viel höher als die Geldmenge-Expansion, dass nur bis zur Stabilisierung dieser Inflation fiel die reale Geldmenge unaufhaltsam. Bis zu dem Punkt, wo diese Reformen, die Bulgaren durchgeführt haben, Mitte der 90er, und dann fiel die Inflationsrate sehr stark. Das war so eine Art IMF-Maßnahme, begleitet mit fiskalischen Reformen. Und jetzt ist die bulgarische Währung relativ stabil im Vergleich zum Euro. Nicht? Das ist so ein interessanter Fall, wo die Geldnachfrage tatsächlich nach unten geht, wenn die Inflationsrate und implizit auch die nominale Verzinsung für Bankkredite zurückgeht und dann wieder hochsteigt, wenn die Inflationsrate mehr oder weniger besiegt wird. Gut, also zusammenfassend gibt es eine Geldneutralität als Prinzip. Das hatten wir schon mal durchgespielt, in der Übung auch. Es heißt, Geld per se, und das gucken Sie sich mal die Scheine an, selbst die Euroscheine kosten gar nichts so herzustellen. Es ist wie Papier, aber das Vertrauen, dass man es wieder ausgeben kann, ist eigentlich das Entscheidende. Und als staatliches Monopol hat die Zentralbank auch die Pflicht, irgendwie das Vertrauen aufzubauen. Wenn nicht, dann wird das Geld gar nicht mehr nachgefragt. Das sehen wir in vielen Fällen der letzten 20, 30 Jahre. Jedoch, die Veränderung der Geldwachstumsrate kann reale Effekte auslösen. Allein das Zurückhalten von Geldhaltung ist eine Art reale Folge. Wenn Sie häufiger zur Bank gehen und das Geld abheben, ist es auch mit Kosten verbunden. Wenn Sie mehr Zeit irgendwie sich beschäftigen, wie kann ich mein Geld ausgeben, bevor die Inflation die Kaufkraft mir alles weggestohlen hat, dann ist es auch eine Art reale Reaktion. Denken Sie mal an Brasilien oder Venezuela, wenn die Inflationsrate ansteigt, die Leute werden total neurotisch, gucken jeden Tag nach dem Dollarkurs, nach dem Eurokurs, um den Werterhalt ihre Haushaltsvermögenswerte zu sichern. Das ist genau das, was wir als eine Verletzung der Superneutralität, dass schlechte Geldpolitik, irregelaufene Geldpolitik tatsächlich reale Folgen haben kann, geschweige von der gesellschaftlichen Stabilität und sonst was wir immer da uns vor Augen führen. Also hier ist eine Begründung, eine schnelle, schöne, formale Begründung. Man braucht nicht mehr als ein kleines bisschen Geometrie und die Differentialrechnung noch einmal einzuschmeißen. Da kriegen wir ein sehr schönes Ergebnis und quasi eine Mikrofundierung, also mikroökonomische Entscheidungen führen zu einer aggregierten Relation zwischen der nachgefragten Geldmenge real und dem Zinssatz, dem nominalen Einkommen und den Transaktionskosten, die ich zahlen muss, wenn ich zwischen Geld und zinsbringenden Anlagen hin und her wechsle. Okay, es ist eine schöne, es geht auf James Tobin, Nobelpreisträger, der in den 50er Jahren sehr aktiv war, und William Baumol, der immer noch lebt in New York, an der New York University, haben beide simultan in den 50er Jahren dieses Modell entdeckt. Motivierende Idee: Geld ist ein Bestand, Einkommen ist ein Fluss, ein Strom, eine Stromgröße, haben wir immer gesagt, Stromgröße. Ich brauche einen durchschnittlichen Bestand an Zahlungsmitteln, um meine Ströme an Ausgaben, meine Ausgabenströme zu bewältigen und zu bezahlen. Jedoch habe ich diese Opportunitätskosten von der Geldhaltung muss ich auch auf die Waage legen. Das sind die Nominalverzinsung des Geldes, wenn ich das statt Geldhaltung in Wertpapiere, Sparbuch. Also heutzutage kommt es Ihnen schwer vor, das überhaupt vorzustellen, aber man könnte sich sehr schnell vorstellen, wie es in den 80er Jahren war. Ende der 80er Jahre war die Verzinsung des Sparbuchs vielleicht bei 4-5%.
Und in den USA bei Hochinflation war es 14%, 15%. Es kann wiederkommen, muss nicht. Man muss einfach mehr darauf vorbereitet sein. Und die optimale Wahl der Anzahl der Abhebungen. Heutzutage geht man ins Netz und das tut. Also man schiebt Geld hin und her zwischen ja, so einem Sparkonto und meinem Girokonto, damit ich meine Miete zahlen kann oder meine nächste Kneipenbesuche bezahlen kann. Also die Ableitung dieser optimalen Geldnachfrage ist eine Vorratshaltungsentscheidung, wie aus der Operations Research. Die Leute, die das richtig förmlich untersucht haben, haben das immer aus der OR-Perspektive gemacht. Es ist wie Vorräte bei Amazon. Wie viele Bücher soll Amazon in den Regalen halten, um optimal und schnell ihre Kunden zu bedienen? Die Annahmen sind ganz einfach. Erstens gibt es eine konstante Ausgabeanforderung, also Strom von Ausgaben in der Menge PY, nicht ungefähr, weil wir immer in PY sprechen. PY ist dann das nominale Einkommen des durchschnittlichen Haushalts. P sei das Preisniveau und Y sei das Reale, was uns eigentlich interessiert für unseren Nutzen und Spaß. Pro Monat. Machen wir pro Monat, um das ein bisschen zu vereinfachen. Und Sie müssen einmal sich mit der Bank beschäftigen. Einmal mindestens. Und wenn Sie das einmal machen, können Sie es alles abheben und alles auf das Girokonto machen. Und dann können Sie es über Girokonto. Aber dann verzichten Sie total auf den Zins. Und jedes Mal, wenn Sie mit der Bank zusätzlich zu tun haben, müssen Sie dafür sorgen, dass Sie ein bisschen Geld abheben und ein bisschen noch verzinsen lassen. Und die optimale Ausgestaltung dieser Abhebungen werden gleichmäßig sein. Das werden wir gleich zeigen. Aber was Sie nicht abheben, wird verzinst mit I im Schnitt. Der durchschnittliche Geldbestand, der nicht abgehoben wird und in Giralgeld umgewandelt wird, mit Zins I verzinst. Aber Sie müssen ständig Ihr Geld ausgeben. Das heißt, Sie können tatsächlich jeden Tag berechnen, auf wie viel Zins habe ich verzichtet. Und wir nehmen einen Monat, weil dann die Zinseszinseneffekte vernachlässigt werden können. Aber wenn Sie wollen, können Sie es auch noch machen. Aber es lohnt sich nur für die großen Unternehmer, die diese Frage sehr interessieren bei Hochzinsphasen. Wenn Sie BMW sind und haben einen Cashflow jeden Tag von Milliarden, dann was machen Sie zum Ende des Tages? Die lassen dieses Geld nicht auf der Bank liegen. Die Banken werden es auch schon in Anspruch nehmen, ausleihen. Insofern haben die Firmen bei Hochzinsphasen schon interessanten Anreiz, Geldmanagement, Cashmanagement zu machen. Und das ist, ich meine, für die einzelnen Haushalte scheint es ein bisschen übertrieben zu sein, aber eigentlich ist es nicht, wenn man sich überlegt, bei hohen Zinsen, wie viel das ausmachen könnte. Und für die Gesamtwirtschaft, nicht? Also wir wissen, die Bargeldhaltung im europäischen Raum ist ungefähr 8% des BIP. Wenn Sie das mit einem ordentlichen Zinsverzinsen multiplizieren, ist es eine Menge BIP, was dabei verloren ginge, wenn man das nicht vernünftig einsetzt. Okay? Das Geld auf der Straße. Ja, es geht um die optimale Zahl der Besuche bei der Bank. Und natürlich, jeder Einzelne hat ganzzählige Besuche, das ist klar. Aber wenn man so ein Representative Agent einfach mal, dann könnte man das tatsächlich nicht unbedingt als ganzzählig. Wir sagen, okay, der repräsentative Haushalt multipliziert mit 82 Millionen Bundesbürger, kriegt man tatsächlich irgendwas, was man vernünftig berechnen kann. Man kann auch die Differentialgleichung, die Differentialrechnung anschmeißen und ein Problem als Optimierungsproblem betrachten. Hier ist das schöne Bild. Also Fall 1, ich gehe nur einmal zur Bank und lege alles entweder unter meinen Kopfkissen oder aufs Girokonto. Und dann gebe ich gleichmäßig aus über eine Periode. Das heißt, die durchschnittliche Geldhaltung wäre die Fläche dieses Dreiecks. Man fängt bei PY an und endet bei 0. Über eine Periode heißt das eine durchschnittliche Geldhaltung von PY durch 2. Das ist die Formel für die Fläche eines Dreiecks. Das haben Sie alle in der Schule gelernt. Ja? Mache ich zwei Besuche bei der Bank, kann ich eine Menge
sparen, indem ich mehr Geld auf dem Sparkonto bzw. bei zinsbringenden Anlagen lasse. Wenn ich zweimal zur Bank gehe, einmal abhebe Mitte des Monats, und ich rede jetzt von Kopfkissengeld, das ist leichter. Sie haben Cash unter dem Kopfkissen, aber Sie können es genauso als Girokonto unverzinst betrachten. Dann habe ich eine durchschnittliche Geldhaltung von diesen zwei Dreiecken, die erheblich kleiner sind, mal zwei. Und alles sonst wird verzinst. Also dass diese PY durch 2 wird verzinst. Also bei 3 Besuchen bei der Bank habe ich PY durch 3 als gut durchschnittliche Geldhaltung und bei 4 etc. Also es gibt eine allgemeine Formel, die man da ableiten kann. Und jedoch bei jedem Bankbesuch muss ich C bezahlen. Ich muss irgendwie aufstehen, auf die kalte Straße laufen, zum Geldautomat, wenn Sie wollen, oder ich gehe zur Bank oder ich gehe online und muss irgendwie 15 Minuten ich habe mein Passwort vergessen, das kostet auch, ja. Das kann man nicht mühelos machen. Insofern, diese Kosten sind teilweise Opportunitätskosten der Freizeit. Also als ich mal in Ihrem Alter war, musste ich immer Schlange stehen bei diesen Bankfilialen. Das kostet auch wahnsinnig viel Zeit. Da gibt es keine Menschen mehr. Da können Sie im Prinzip die Gesamtkosten als TC berechnen. Das ist nichts anderes als der Zins mal durchschnittliche Geldhaltung im Monat. Und nach meiner Formel heißt das PY durch 2N. Nicht? Denken Sie mal an die letzte Folie, gucken Sie es mir noch einmal in Ruhe an. Plus Anzahl der Bankbesuche mal Kosten, C. Also N mal C. Und ich habe einfach so repräsentative Kosten da hingeschrieben, also bei einem Zins von 1%, wenn Sie ein durchschnittliches Einkommen von 2.000 im Monat haben, dann können Sie es mal schön ausrechnen. Wenn jeder Besuch 1 Euro kostet, könnte man sehr schnell auch für den einzelnen Menschen diese Gesamtkosten ausrechnen. Und ja, die Aufgabe für Sie ist einfach, minimiere bitte mal diese Kosten. Da müssen Sie, wenn Sie ganzzählig arbeiten wollen, können Sie machen, dann ist ganz klar, 1, 2, 3, 4. Oder wenn Sie clever sind, können Sie mal sagen, okay, wir betrachten N als stetige Variable und wir können ableiten nach N und diese Ableitung, erste Ableitung gleich 0 setzen. Dann haben wir möglicherweise ein Minimum gefunden. Hoffentlich ist ein Minimum, es könnte auch ein Maximum sein, aber wir minimieren die Kosten, dann müsste man die Bedingung zweiter Ordnung kurz kontrollieren. Kostenminimierung des Wirtschaftssubjekts, um N zu wählen. Also wie häufig gehe ich zur Bank, beziehungsweise wie häufig geht der durchschnittliche Bürger zur Bank in diesem ganzen Land bei diesen Bedingungen? Okay? Also die Bedingung erste Ordnung, sieht so aus. Man kann die optimale Anzahl von Bankbesuchen als stetige Variable ableiten. Wie gesagt, Sie können es auch ganzzählig, aber das ist ein bisschen langweilig. Sie müssen einfach N und N plus 1 vergleichen und gucken mal, ob die Kosten tatsächlich anfangen zu steigen. Und dann machen wir es nicht mehr. Aber hier ist schön, da können Sie tatsächlich Ihre Mathe 1 anschmeißen. Dann kriegen Sie N-Stern, ist die Anzahl der Besuche. Sie sehen, es ist eine Wurzelformel. Ich konnte die Wurzel nicht in Word PowerPoint machen, beziehungsweise PowerPoint. Und daher habe ich hoch 1/2. Das ist Wurzel, ja. Das heißt die Wurzelregel. Und zwar, Sie sehen, je höher der Zins, desto häufiger ich zur Bank gehe, weil ich natürlich mein Bargeld, mein Giralgeldbestand am kleinsten halten will. Trotzdem, wenn ich mehr verdiene, will ich mehr häufiger zur Bank gehen bei gleichbleibendem Zins, weil ich mehr brauche. Und dann C ist die Rolle der Kosten der Transaktion. Je höher die sind, desto weniger ich zur Bank gehe und weniger diese mühsame Schlange stehen, ins Netz gehen, Webseite besuchen, Passwort vergessen. Das mache ich immer. Ich weiß nie meine Passworte. Dieses Problem haben Sie bestimmt nicht, aber lassen Sie mal etwas älter werden, nicht? Also es kommt als noch. Nehmen Sie N Stern, stecken Sie in die Geldhaltungsformel und dann haben Sie M Stern. Das ist die optimale Geldhaltung. Und Sie sehen, das ist nichts anderes als PY durch 2N Stern. Dann setzen wir die Formel ein, formen wir um und wir sehen, dass die nominale Geldmenge optimal hängt von Preisniveau positiv ab, von realem Einkommen positiv ab, von nominalen Transaktionskosten positiv ab und negativ vom Zins. Das sieht aus wie unsere Geldnachfragefunktion.
Ist doch toll. Alles mit Elastizität von 0,5. Die Wurzel übersetze ich in eine Exponente von 1, von 1,5, so 0,5. Und wenn Sie logarithmieren und ableiten, hätten Sie eine Elastizität von 0,5 oder negativ minus 0,5 für den Zins. Okay? Das ist ein schönes Ergebnis. Und also didaktisch brillant, weil dann das prägt ein. Also all diese Faktoren sind dabei und wir können, auch wenn die Welt aus verschiedenen Menschen, die Aggregation versagt, wir haben trotzdem die qualitative Regelmäßigkeit, wir haben eine negativ geneigte Nachfrage nach Geld. Aber wir können es noch ein bisschen weiter drehen. Nehmen wir an, dass diese nominalen Transaktionskosten aus dem Produkt von einem Preisniveau und einem realen Transaktionsbelastung besteht. Also der Transaktionskosten real sind CR. Und dann setzen Sie es mal dann können Sie P Quadrat rausfaktorieren, dann haben Sie eine reale Nachfragefunktion, wie ich das gepredigt habe. Das ist tatsächlich eine gute theoretische Begründung dafür. Die Wurzelregel gilt nach wie vor, bezogen auf reale Größen. Bis auf die Nominalverzinsung, die immer noch nominal ist, weil die Inflationsrate über die Fischer-Gleichung eingebettet ist. Okay? Das ist alles ein bisschen schnell. Gucken Sie es mal in der Übung an. Grzegorz macht das auf jeden Fall. Gut, also das ist der Hintergrund, das ist die, wenn Sie wollen, die Beschränkung der Geldpolitik der Zentralbank und der Geschäftsbanken, die müssen immer mit einer Nachfragekurve nach Liquidität zu kämpfen haben oder zu tun haben. Sie können das nicht umgehen. Sie haben die Macht, mehr oder weniger Bargeld in der Tasche zu halten, mehr Geld auf dem Girokonto zu halten. Die Firmen haben auch diese Macht, wenn sie wollen. Das ist eine Wahl in einer freien Wirtschaft. Und deshalb muss die Geldpolitik immer das als Beschränkung ihrer Politik sehen. Und darauf gehe ich jetzt ein. Wie kann die Zentralbank entweder den Zins oder die Geldmenge, sicherlich nicht beide, manipulieren? Heutzutage ist die Geldpolitik eine Zinspolitik in erster Linie. Man liest über die EZB und die Zinspolitik, aber die macht diese Zinspolitik über die Steuerung der Kredite, die sie an die Geschäftsbanken vergeben oder auch über Offenmarktoperationen macht. Das werden wir alles mal im Detail durchziehen. Natürlich, wir könnten das mal einfach plastisch theoretisch. Es gab eine Zeit in Deutschland in den 70er Jahren, in den 80er Jahren, als die Monetaristen ein bisschen die Oberhand hatten und haben tatsächlich dahin gesteuert, die Geldmenge zu steuern. Das gab es richtig offene Streite zwischen deutschen Geldpolitikern und den Franzosen und den Amerikanern, ob das sinnvoll wäre. Aber man kann trotzdem alle Möglichkeiten durchexerzieren. Und dann sehen wir zum Schluss, dass die konstante Geldmenge als Politikmaßnahme ein bisschen problematisch war. Es hat zu sehr schwankenden Zinssätzen geführt. Und deshalb ist die ganze Welt mehr oder weniger auf Zinspolitik übergegangen. Aber man kann alles immer auf den Kopf stellen. Es gibt eine Geldmenge, die mit einem Zins konsistent ist. Es gibt auch ein gleichgewichtiges Zinsniveau, das mit einer Geldpolitik oder Geldmengenpolitik konsistent ist. Theoretisch haben wir das Gerüst dafür. Wir können es einfach mal einsetzen. Wir haben eine Geldnachfragefunktion. Das ist die negativ geneigte Kurve. Wie gesagt, ableitbar als optimales Verhalten der Haushalte und Firmen. Dann in einer Vorstellung, wenn die Zentralbank das machen könnte, im Zusammenhang mit den Geschäftsbanken, wir wissen auch, die Geschäftsbanken auch dabei sind, wenn das möglich wäre, hätte man eine vertikale, eine senkrechte Angebotskurve und eine negativ geneigte Nachfragekurve. Man könnte tatsächlich mal sich überlegen, wie das Gleichgewicht aussieht. Tatsächlich haben die Banken einen Anreiz, gerade wenn die Zinssätze hoch sind, mehr auszuleihen. Und wenn das der Fall ist, wächst die Geldmenge. Das Angebot an Geld ist tatsächlich positiv vom Zins abhängig. Das muss man sich alles mal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Wenn das der Fall wäre, könnte man sich das so vorstellen. Aber die Zentralbank könnte auch tatsächlich das durchdrücken, einfach sagen, wir machen einfach, wenn die Zinssätze höher sind, werden wir mehr Geld anbieten, beziehungsweise wenn die
wenn die Zinssätze niedriger sind, werden wir die Geldmenge zurückfahren durch unsere Politik. Und man könnte auch diesen Extremfall sich vorstellen. Die Zentralbank sagt, okay, wir geben einen Zins an und das ist es. Wir liefern, komme was es wolle, genauso viel Geld und Liquidität, die nachgefragt wird, zu dem Zinssatz. Und wenn die Nachfrage zurückgeht, werden wir das einfach zurücknehmen. Diese Politikmaßnahmen müssen wir im Einzelnen besprechen, wie das tatsächlich passiert. Die Zentralbanken haben im Prinzip drei Möglichkeiten, um ihre Kontrolle über die Geldmenge auszuüben. Kommen wir gleich dazu noch. Aber sie müssen im Klaren sein, dass diese Angebotsfunktion ausschließlich durch die Zentralbank oder durch Zusammenspiel zwischen Zentralbank und Geschäftsbanken ausgestaltet wird. Und da müssen wir vielleicht darauf eingehen, wie die Geldschöpfung überhaupt vonstatten geht. Das war mein Versprechen letzte Woche. Jetzt gehen wir darauf ein, wie das tatsächlich kommt. Die Zentralbank ist nicht der Anbieter der Geldmenge, die Sie in der Tasche haben. Im Prinzip. Sie haben Bargeld in der Tasche, aber dieses Bargeld können Sie jederzeit zur Bank gehen und einzahlen. Und Sie hätten immer noch das Geld, aber Sie hätten das Giralgeld und das ist nicht mehr mit dem Zentralbank direkt verbunden, sondern das sind die Verbindlichkeiten von Geschäftsbanken. Das heißt, das Zusammenspiel zwischen Zentralbank und dem System der Geldinstitute in einem Land macht die Musik. Deshalb brauchen wir die Banken, solange wir ein fraktionales Geldsystem haben, dass die Banken mit diese Geldmenge anbieten. Natürlich, die Zentralbank hat das letzte Wort, weil auf jedem Geldschein oder Banknote, die Sie in der Tasche haben, steht da drauf, Europäische Zentralbank. Das ist die Zentralbank. Nicht? Und man könnte sich vorstellen, es könnte auch Bank of Scotland draufstehen, das ist eine private Bank. Royal Bank of Scotland oder in Hongkong gibt es auch Privatbanken, die Geldscheine emittieren. Aber wir haben das System hier nicht. Das heißt, das letzte Wort, das Monopol über die Geldschöpfung hat die Zentralbank. Aber das ist ein kleiner Hebel. Da gibt es ein anderes Ding da, das sind die Banken und die müssen auch mitmachen. Das heißt, die Wirtschaftssubjekte haben Konten bei den Banken, verwenden diese Konten, Guthaben als Geld, als Zahlungsmittel, genau wie das Bargeld, das sie in der Tasche bei sich führen. Und wie das passiert, ist nicht einfach zu verstehen. Es ist ein bisschen wie Bitcoin. Wenn Sie mal was wirklich ganz Ulkiges verstehen wollen oder lernen wollen, fragen Sie mal nach, wie Bitcoin funktioniert. Nicht? Und das ist nicht mal so kompliziert, aber es ist trotzdem kompliziert. Es ist jedoch ist es ähnlich vom Konzept her. Es geht darum, Geld als Hauptbuch der Geschäftsvorgänge in einer Volkswirtschaft. Und die Zentralbank kann nicht alles steuern. Die Banken machen die Transaktionen, die erledigen sie, nicht? Sie zahlen ihre Miete, das wird von ihrem Konto abgebucht und wird jedem anderen gutgeschrieben. Das ist auch so eine Art Buchhaltungssystem im Sinne von Wicksell. Wicksell, der Schwede, hat das mal vor 100 Jahren beschrieben. Und jetzt müssen wir verstehen, warum es in den Interessen der Geschäftsbanken ist, dieses System mitzusteuern. Sie verdienen natürlich dran. Die verdienen dran, dass sie diese Geldversorgung mitverantworten. Die Zentralbank hat immer noch die Oberhand. Also, wir müssen erstmal verstehen, also wenn Sie sich mal diese drei Bilanzen vor Augen führen, ich werde sie weiter wieder zeigen, die Kreditwirtschaft ist das Nebenprodukt oder der gleichzeitige Prozess, der stattfindet, in dem diese Kredite vergeben werden, werden Verbindlichkeiten der Banken, die gehalten werden, bei den Haushalten und Firmen geschaffen. Also das heißt bei uns Geldschöpfung. Es geht um Kreditvergabe in erster Linie. Die Kreditvergabe führt dazu, dass bei einer Bank gutgeschrieben wird, diese Gutschrift wird verwendet und wird bei anderen Banken eingezahlt. Und die Banken müssen das natürlich gegenseitig anerkennen. Allerdings sind Verbindlichkeiten von anderen Banken bei ihrer Bank nicht als Geldmenge zu betrachten. Die Definition der Geldmenge
sind Bankverbindlichkeiten bei Nichtbanken. Und die Banken sind nicht besonders interessiert, Kredite ohne schöne Bedingungen an andere Banken zu vergeben, sondern die wollen an sie Kredite vergeben. Das heißt, die Zentralbank hat in diesem Moment eine Möglichkeit, nicht nur über die Bargeldversorgung, sondern auch die Abrechnungsmöglichkeiten zwischen den Geschäftsbanken zu regeln. Ich meine, wenn Ihre Bank und meine Bank gegenseitige Verbindlichkeiten und Forderungen haben, können Sie es über die Zentralbank abwickeln, weil Sie bei der Zentralbank auch Guthaben haben. Also das heißt, die Zentralbank stellt eine Art Geldsystem für die Banken dar. Und die Haltung von dieser sogenannten Zentralbank-Geldmenge ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil der Notwendigkeit der Geschäftsbanken mit den Zentralbanken zu haben. Wir nennen diese spezielle Bank der Banken die Zentralbank, und die Zentralbankmenge ist letztendlich vorwiegend nicht Banknoten, aber dazu gehören Ihre Banknoten in der Tasche. Das ist im Umlauf bei den Nichtbanken, aber vielmehr die Verbindlichkeiten der Zentralbank, die gehalten werden bei den Geschäftsbanken. Und die werden als Abrechnungstoken, als Möglichkeit verwendet. Und das ist die Basis für die Geldschöpfung. Ich zeige Ihnen gleich, wie das aussieht. Das sind Ihre bekannten drei Bilanzen, konsolidiert. Rechte Seite ist klar, das ist die gesamte Realwirtschaft, konsolidierte Haushalte, Firmen und Staat. Das interessiert uns nicht, was dazwischen passiert. Was interessant ist, was Sie für Verbindlichkeiten der linken Seite des Bildes, die Banken, sprich Zentralbank und Geschäftsbanken, halten. Also das ist das, da auf dem Stand waren wir letztes Mal. Wir haben gesehen, Bargeld, Aktiva der Haushalte, Firmen und Staat, Passiva der Zentralbank, wenn es Cash ist, und Einlagen des privaten Sektors wäre tatsächlich bei den Geschäftsbanken. Und die Frage ist, was ist die Rolle der Zentralbank, um die Steuerung dieser Geldmenge zu bewerkstelligen? Das hängt damit zusammen, dass ganz oben rechts die Reserven der Geschäftsbanken, Verbindlichkeit der Zentralbank, die gehalten werden auf der Aktivseite der Geschäftsbanken, verwendet werden, um Clearing, um die Gegenrechnung zwischen Banken zu ermöglichen. Das heißt, wenn wir die beiden identifiziert haben, dann können wir die Geldbasis definieren als diese Verbindlichkeiten, die entweder bei uns als Cash gehalten werden. Das ist relativ stabil, das zeige ich Ihnen gleich. Die Nachfrage nach Cash ist erstaunlich stabil. Was nicht stabil ist, ist die Haltung von diesen Reserven. Die Einlagen der Geschäftsbanken bei der EZB im Falle des Europäischen Währungsraums oder bei der Bank of England, bei den englischen Banken oder bei der Federal Reserve System im Falle der US-Banken. Das ist sozusagen das Geld der Banken. Und indem die Zentralbank die absolute Kontrolle über die Geldmenge, die als Zentralbank-Geldmenge, die Geldbasis M0 oder die Banken, die Geld der Banken kontrollieren kann, vollständig, kann man ein bisschen Hebelwirkung auf die Kreditmöglichkeiten der Geschäftsbanken ändern, beeinflussen. Sie können sich vorstellen, wenn Sie ein bisschen BWL getunt sind, das muss nicht immer klappen. Warum sollen die Banken einfach das ausleihen? Die machen das nur, wenn die Geschäftsbedingungen gut sind, wenn irgendwie eine Gewinnmöglichkeit ist. Und das ist genau das Problem. Seit der Finanzkrise ist dieser Hebel nicht mehr so funktionstüchtig wie vor 10 oder 15 Jahren. Funktioniert immer noch, funktioniert in einigen Ländern besser als in anderen. Aber wir müssen verstehen, die Entscheidung der Geldinstitute, die wir als Commercial Banks hier darstellen, also die Geschäftsbanken, ist absolut unabdingbar. Die Bereitschaft, Geld auszuleihen, ansonsten müsste man eigentlich, kann man nur über die Banknoten, die wir halten, Einfluss auf die Geldmenge nehmen. Okay. Und wenn Sie das verstehen, wir haben immer noch das doppelte Buchführungssystem. Also ist alles doppelt gebucht. Also die Verbindlichkeiten bei der Zentralbank sind die Guthaben entweder der Commercial Banks, diese Reserven, die sind auch teilweise Buchgeld,
aber teilweise auch Cash. Also wenn Sie einbrechen wollen bei der deutschen, bei der Berliner Bank, würden Sie mal vorfinden, also jede Menge aufgestapelte Banknoten. Das gehört nicht zur Bank, zu den Banknoten bei den Nichtbanken, bis jemand das rausgebracht hat, bis es rausgegeben wird. Ne? Also Vault Cash heißt das. Und vielmehr die Reserven, das ist das Buchgeld bei der Zentralbank. Nicht immer doppelte Buchführung, immer zweimal ersichtlich. Es gibt keine Outside Assets hier, es geht nicht um Gold oder Silber, es geht wirklich Verbindlichkeiten der einen Seite, Aktiva der anderen. Und jetzt kommen wir zu dem Prozess. Und es ist nicht so einfach. Es gibt zwei mögliche Darstellungen dieser Vorgänge. Und ich möchte erst mal ganz langsam noch einmal durchspielen, worum es geht. Es geht darum, die Zentralbank hat absolute Kontrolle über die Bilanz, über M0, das sind die zwei Einträge auf der rechten Seite, auf der Passivseite der Zentralbank. Das kann man direkt steuern. Die Zentralbank hat das Monopolrecht, dieses Zeug zu schaffen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Und das ist gesetzliches Zahlungsmittel letztendlich. Immerhin müssen die Banken auch mitspielen. Deshalb schielen wir ein bisschen auf dieses M0, Zentralbankgeld. Das ist diese Summe aus Bargeld in Ihre Tasche. Das ist Teil in freiem Umlauf zirkulierendes Geld. Und dann gibt es diese Sichtguthaben der Banken bei der Zentralbank, diese Sichteinlagen. Und wir werden uns interessieren für das Verhältnis zwischen dem Geld, das uns interessiert, das ist die Summe der Banknoten und Bargeld, Giralgeldguthaben der Nichtbanken, das ist unser M2 oder M1, je nachdem, welche Konten Sie mit einbeziehen wollen. Also wenn Sie die Sparguthaben, die verfügbar sind, mit einbeziehen, dann sind Sie schon bei M3. Und es gibt eine Reservehaltung, es gibt so Verhaltensweisen der Geschäftsbanken bei der Zentralbank. Wie viele von diesem grünen Zeug wollen Sie mal als Reserve für Ihre eigenen Einlagen halten? Stellen Sie sich vor, dass jede Zentralbank muss damit klarkommen, dass irgendein Kunde reinkommt und sagt, ich möchte jetzt 50.000 Euro abheben. Na, Sie wissen ja, Sie sind aufgewachsene Menschen, dass diese 50.000 nicht im Tresor rumliegt, nicht unbedingt. Eigentlich wird das Geld ausgeliehen. Das sind Kredite, die ja auf der Aktivseite liegen. Das heißt, die Bank müsste irgendwas liquidieren, was verkaufen, um quasi diese Liquidität zu schaffen. Deshalb, wenn Sie 50.000 abheben wollen, müssen Sie vorher anrufen und vielleicht ein paar Tage warten. Dann kommt die Polizei. Aber letztendlich ist es nicht so einfach, weil das Geld einfach nicht da ist. Es ist zwar da in der Bilanz, aber es ist nicht als Cash vorhanden. Und deshalb dient die Zentralbank als Bereitsteller dieser Liquidität. Also was tatsächlich passiert, Sie kommen rein, 50.000 möchten Sie abheben. In Deutschland ist es nicht so unmöglich, so viele alte Damen tragen 10.000 bei sich herum noch. Und wenn Sie da reingehen, dann sagen Sie, Entschuldigung, wir müssen erstmal die Hauptverwaltung irgendwie mal verständigen. Und dann kommt irgend so ein Laster mit Sicherheitsleuten und die kommen tatsächlich mit einer Kassette mit diesem Geld. Das kommt von der EZB letztendlich, von der Bundesbank, das ist nichts anderes, das ist ein Teil der EZB, des Eurosystems, über die Hauptverwaltung. Also die Geldversorgung, die Versorgung von Cash, aber auch von Liquidität im Sinne, ich brauche Reserven, weil ich irgendwie gegenrechnen muss bei den anderen Banken. Das heißt, es gibt in der Regel ein stabiles Verhalten, wie viel wie viel die Geschäftsbanken an Aktiva halten wollen als Tresorgeld oder Reserven bei der Zentralbank. Und das sehen Sie als Aktiveintrag, Aktivposten bei der Bilanz der Geschäftsbanken. Und die Frage ist, wenn dieser Geldmultiplikator relativ stabil ist, kann die Zentralbank die Geldmenge direkt steuern, indem sie einfach durch Zentralbankpolitik die M0 erhöhen und dann erhöht sich M1.
Das setzt voraus, dass dieser Multiplikator stabil ist. Ich werde Ihnen mal zeigen, wie stabil dieser Multiplikator war bis zur Finanzkrise. Die Banken sind ein bisschen erschüttert in ihrem Ausleihenverhalten, also ihre Kreditvergabe. Das wird sicherlich eines Tages wiederkommen. In den USA ist es tatsächlich wieder zurückgekommen. Die Geschäftsbanken sind jetzt ganz robust. In Europa sieht es ein bisschen anders aus, aber es ist nicht für immer. Gucken Sie sich mal die Zentralbank-Bilanz an, um quasi einen Eindruck zu bekommen, worum es richtig geht. Also wir haben jetzt diese schöne farbige Darstellung, jetzt haben wir die tatsächliche Bilanz konsolidiert. Das ist das Eurosystem. Dieses Eurosystem ist eine Konsolidierung der EZB im Kleinen und alle Mitgliedsländer des Euroraums mit ihren Zentralbanken. Das heißt, die Bundesbank ist ein Teil des Eurosystems und man kann die Banque de France, Eurosystem, Banca d'Italia zusammen konsolidieren und das ist, was sie bekommen. Das ist eine ordentliche Bilanz mit einer Bilanzsumme Ende 2013 von 2,3 Billionen Euro. Das klingt nach viel, aber eigentlich ist es ganz normal für eine Zentralbank. Viel aktiver, viel passiver. Auf der Passivseite ist das Bargeld, Currency in Circulation. Wir sind fast bei 1 Billion. Und dann gibt es darunter die Liabilities to Euro-Area Credit Institutions. Das sind gerade die Ausleihungen der EZB an die Geschäftsbanken. Die beiden zusammengenommen sind eben die Zentralbank-Geldmenge, die Geldbasis. Oder Firmen auch. Die Unternehmen halten ihre Geldmenge teilweise in Giralgeld, teilweise in Bargeld. Die sind Substitute per Dekret. Nicht? Sie können jederzeit ihre Euroscheine einzahlen, die sind bei ihrer eigenen Hausbank, oder sie können natürlich Geld abheben, Giralgeld abheben in Form von Bargeld. Und die 1:1 Eintauschmöglichkeit ist gesichert. Das ist ein Teil des Deals. Muss nicht sein. Man könnte sich vorstellen, es gibt so einen Wechselkurs zwischen ihrem Girokonto und Bargeld. Das wäre natürlich etwas umständlich. Jede Bank hätte vielleicht einen anderen Wechselkurs. Wir gehen von 1:1 aus. Das heißt, es gibt zwei interessante Beziehungen, in welchem Bruchteil halten die Geschäftsbanken Depositen bei der Zentralbank, diese sogenannte Reservegeldhaltung. Und dann gibt es auch der Anteil des M1-Geldmenge, die man in Bargeld hält. Und die kommen zusammen. In der Übung wird das abgeleitet. Das ist auch in einem Lehrbuch sehr ausführlich abgeleitet. Und man kriegt, das ist definitorisch, kriegt man daraus einen Geldmarktmultiplikator. Und man kann sehen, wenn dieser Multiplikator sich ändern sollte, woran das liegt. Es liegt entweder daran, dass die Menschen mehr Cash halten wollen, anstatt Giralgeld. Oder die Banken wollen vielleicht mehr oder weniger Reserven halten, die sie nicht ausleihen, die sie als Reserven halten in ihre Bilanz. Und das Letzteres ist tatsächlich, was passiert ist in der Finanzkrise. In der Finanzkrise haben Banken plötzlich Angst gehabt, anstatt Ausleihung an andere Banken oder sogar an Privatkunden aus der realen Wirtschaft zu machen, haben sie gesagt, ich parke das Geld lieber bei der EZB, beziehungsweise bei der Bundesbank, Banque de France, Banque d'Italia. Und solange das passiert, kann es zu Schwankungen im Geldmultiplikator kommen. Je nachdem, wenn die Menschen mehr Bargeld halten wollen, anstatt Giralgeld halten, dann geht dieser Multiplikator drastisch zurück. Sie sehen ja, bei 5% Reservehaltung geht es auf 3. Wenn die Menschen 30% ihre gesamte M1 als Bargeld halten, das heißt, das Geld geht gar nicht an die Banken zurück und kann nicht mehr ausgeliehen werden. Ja, also es gibt verschiedene Realwerte, die man messen kann. Hier aus dem Jahr 2003, Sie sehen, das schwankt sehr, also über die Länder hinweg, also Eurozone. Die M1-Multiplikator war damals relativ hoch, nicht mehr. Das stimmt nicht mehr, das ist auch eine interessante Entwicklung. Aber das Diagrammatische sollte irgendwie klar sein, also wenn man irgendwie die Reserven, die Zentralbank komplett kontrollieren kann, komplett regeln kann oder ändern kann, führt das pari passu zu einer Veränderung der Depositen und zu der Veränderung der der Geldmenge in unserem Sinne.
Und das ändert sich nicht, wenn Bargeld gehalten wird. Das ist diese Bargeldhaltungsparameter CC, führt dazu, dass ebenso ein Reservemultiplikator oder Geldmarktmultiplikator entsteht. Und den kann man auch berechnen. Also das heißt, wegen der unbeschränkten Austauschbarkeit zwischen Bargeld und Giralgeld kommt es dazu, dass das Zusammenspiel zwischen Banken und der Zentralbank zu der Entstehung der Geldmenge kommt. Wir haben immer noch nicht über die Kreditwirtschaft gesprochen. Ich habe immer das gesagt. Und Sie sehen ja auf der Aktivseite der Geschäftsbanken, die gerade diese Verbindlichkeiten, die wir als Giralgeld bezeichnen, emittieren, stehen auf der anderen Seite diese Aktiva. Das sind Ausleihungen, das sind Kredite. Und deshalb müssen wir ein bisschen darauf eingehen, wie die geldpolitischen Maßnahmen, die wir gleich beschreiben, sich übersetzen in Geld, in Kreditvergabe und so weiter. Es gibt zwei Möglichkeiten, das zu beschreiben. Und Sie müssen im allgemeinen Gleichgewicht sind alle beide mit demselben Ergebnis vereinbar. Und das Tolle an unserem Fach ist, dass wir haben automatisch über Rückkopplungseffekte zu denken. Das heißt, ich werde eine Möglichkeit erklären und vielleicht, wenn Sie aus Bulgarien kommen oder aus Ägypten oder den USA, vielleicht sieht es so aus, aber wenn Sie aus Deutschland oder aus Frankreich kommen, vielleicht sieht es anders aus. Aber letztendlich das Endergebnis ist Bilanzierung der Reserven bei der Zentralbank führt zu mehr Kredite und zu mehr Geld, das uns interessiert. Deshalb werde ich zwei Möglichkeiten schildern. Zunächst einmal werde ich die amerikanische mal schildern, weil das Praxis in den USA, Japan und England ist, mehr oder weniger. Und dann werde ich mal die EZB, sprich Deutschland, Italien, Frankreich, die kontinentaleuropäische Variante, führt im Prinzip zum selben Ergebnis. Gucken Sie sich mal die Bilanz der EZB an. Sie sehen keine Staatsanleihen, also trotz des ganzen Gerede über Anleihenankauf ist der größte Teil der Zentralbankbilanz Ausleihungen an Geschäftsbanken. In Amerika ist es umgekehrt. Die Fed macht Geldpolitik durch Zug und Verkauf von Staatsanleihen. Nicht? Aber im Endeffekt ist es eigentlich egal. So werden Reserve geschaffen, die Zentralbank an die Geschäftsbank herausgibt und die werden weitergeliehen in der Wirtschaft. Und ich werde zunächst einmal diese amerikanische, weil es niedlich ist, es geht um Omi. Okay? Ihre Großmutter entdeckt Bargeld im Garten und das wurde längst abgeschrieben von der Zentralbank, es ist verschwunden. Also ähnlich ist es, wenn irgend so ein Flugzeug abstürzt, das Geld, alles, was im Flugzeug war, ist weg. Nicht? Das kann man eigentlich schlecht nachvollziehen, aber es ist tatsächlich so. Jetzt entdeckt Omi 10.000 Euro und bringt es zur Bank. Was passiert dann? Sie zahlt es ein, ihr Guthaben wird gut geschrieben, sie hat sozusagen eine 10.000 Euro auf der Bank. Die Drehbar, das war die alte Dresdner Bank, jetzt so alt ist das Beispiel, 10.000 wird weitergegeben an die Europäische Zentralbank oder an die Bundesbank, ne, an die Zentralbank. Das heißt, die Omi hat ihre 10.000 Bargeld los und plötzlich gibt es 10.000 hartes Zentralbankgeld in dem System. Was passiert jetzt? Also die Zentralbank macht gar nichts, aber die Dresdner Bank sagt, hey, ich kann mal mit diesen 10.000 auch mal arbeiten lassen, weil Omi ihre Zinsen bekommen sollte. Das heißt, Dresdner Bank findet einen Kunden und leiht irgendwie Geld aus. Und wie viel leiht die Dresdner Bank aus? 9.000. Warum? Weil die Dresdner Bank 10% Reservehaltung muss oder will. Take your pick. Nicht? Also normalerweise spricht man von einer Pflichtreservehaltung. Bei der Europäischen Zentralbank ist es 2%, aber in Amerika wäre es 10% oder in Dänemark ungefähr das Gleiche. Dann würde die Dresdner Bank 9.000 ausleihen. Und dieses
schafft die Dresdner Bank einfach so. Es wird gut geschrieben, die Dresdner Bank muss dafür in die Pflicht genommen werden, diese Einlagen zu honorieren. Aber die Dresdner Bank hat eine Riesenbilanz und durchschnittlich kommen und gehen viele Kunden. Insofern hat Firma X plötzlich einen Kredit bei der Dresdner Bank und hat 9.000 gutgeschrieben bekommen und gibt das aus für eine Maschine. Diese Maschine muss bezahlt werden, geht in eine zweite Bank, wird eingezahlt, nicht? Und ein 10% Zurückhaltung wird nicht ausgeliehen, aber diese Berliner Bank wird es weiter ausleihen an irgendeinen Kunden. Das heißt, diese 10.000 anfänglich dient dazu, eine ganze Kette von Kreditvorgängen zu finanzieren. Und man kann das weiterspinnen. Irgendwie, das ist eine geometrische Summe, immer 10% zurückgehalten. Es gibt keine Bargeldhaltung in diesem Fall. Das heißt, es ist letztendlich eine ganz einfache geometrische Summe. Die Aktivseite des gesamten Bankensystems wird aufgebläht durch das Weiterleihen von Geld. Und das wird immer doppelte Buchführungsvorgänge sein. Das heißt, es wird nicht geschummelt hier. Es ist einfach, die Banken haben die Möglichkeit, Kredite basierend auf Reservehaltung weiter zu vergeben. Und auf der Passivseite entstehen eine Menge Verbindlichkeiten gegenüber verschiedenen Banken. Nicht? Und wenn es nur eine Bank geben würde, wie eine Monobank, dann könnte man das alles zentral verbuchen. Aber eigentlich in dem dynamischen Wirtschaftssystem, wo wir sind, gibt es sehr viele Ein- und Auszahlungen. Die Banken haben täglich ganz viel zu bewerkstelligen. Die verwalten das Zahlungssystem. Insofern ist es gar kein besonderer Vorgang. Aber diese Summe konvergiert, das ist eine geometrische Summe, und die konvergiert tatsächlich auf, was Sie meinen, 1 durch 0,1. Dann hätten wir einen Multiplikator von 10er. 10.000 Euro übersetzt sich in 100.000 neue Kredite bzw. neue Bankguthaben. Eigentlich wäre das 90.000 Kredite plus 10.000 zusätzlich. Insgesamt 100.000 zusätzliche Einlagen bei den Banken, die nicht Banken gehören. Es geht nicht um Interbank. Es geht wirklich darum, dass mir die Trennlinie in der Abbildung zwischen Nichtbanken und Banken. Da sehen Sie, wie die Geldmenge durch 10.000 Einspritzung von neuen Reserven auf 100.000 aufgewachsen ist. Es gibt aber eine realistischere und ich muss ehrlich sagen für die Banken weniger peinliche Variante. Oder sagen wir mal, könnte auch als peinlicher sein, wie je nachdem, wie man es sieht. Weil in diesem Beispiel könnte man sich vorstellen, dass es ganz anders läuft. Also das ist tatsächlich, wie es heutzutage ist in Europa. Sie wollen was kaufen. Sie gehen zur Bank und wollen einen Kredit haben. Also hier, Omi will ein Auto kaufen. 100.000 Euro Auto, eine Kosse, der hat kein Geld, geht zur Bank und leiht sich 100.000. Die Omi hat gute Bonität und die Bank sagt, klar, machen wir. Okay, das klingt ein bisschen komisch, ne? Schreibt der Omi dem 100.000 gut, hat eine Kredit, die Omi hat eine Kredite, sie hat natürlich Schulden gegenüber der Bank. Die Omi zahlt beim BMW-Vertreter. BMW-Vertreter, also ich sage mal, hat eine Forderung gegenüber Omi und dies wird beglichen, also die ganze Gewinn und so weiter, das würden wir ausblenden. Dann hat plötzlich Omi das Geld nicht mehr, sie zahlt dafür und plötzlich ist die Hunderttausende bei BMW. Okay, BMW geht zur Bank, aber es ist nicht Drehbar, sondern es ist eine andere Bank, zahlt ein. Und Drehbar plötzlich hat eine Verbindlichkeit gegenüber der Berliner Bank und will Geld dafür haben. Was heißt Geld? Abrechnung. Entweder Zentralbank bei der Zentralbank, Zentralbank bei der Zentralbank wird abgerechnet oder die BEBA kriegt Geld, das die Drehbar aufgetrieben hat, indem andere Aktivwerte verkauft wurden. Oder die Drehbar geht zur Zentralbank und sagt, ich möchte mal einen Kredit refinanzieren. Okay, und wir machen das, sagt einfach, wir gehen zur Europäischen Zentralbank, zur Bundesbank und leihen von der Bundesbank bzw. der Europäischen Zentralbank 100.000 Euro. Plötzlich entsteht 100.000 Verbindlichkeit der Drehbar auf der Passivseite,
zahlt bei der BEBA. BEBA hat 100.000 high-powered money. Nicht? Aber die DREBA wollte dieses Darlehen machen und die BEBA will das nicht. BEBA sagt, was soll ich damit? Ich habe keine Bedürfnisse, diese 100.000 auszuleihen, aber ich will Zehntausende, weil ich weiß, dass diese 100.000 auf der Passivseite liegt und ich habe eine Reservehaltung von 10%. Und was macht die BEBA? Die BEBA geht wieder zurück zur Europäischen Zentralbank und zahlt ab irgendwelche andere Verbindlichkeiten. Jede Bank hat irgendwie Kredite bei der Europäischen Zentralbank oder bei der Bundesbank. Und das führt zu einer Rückführung dieser 100.000 auf 10.000. Das ist die europäische, sprich Bundesbank, Banque de France-Variante der amerikanischen Lehrweise der Geldpolitik. Und die Wirklichkeit ist irgendwo dazwischen. In der amerikanischen wird Geld eingespritzt durch Offenmarktoperationen. Die Fed geht in den Markt und kauft Bundesanleihen und zahlt mit Geldbasis, mit eigenen Verbindlichkeiten. Und die werden verbucht als Aktiva der Geschäftsbanken und können ausgeliehen werden. Das ist die amerikanische Variante der Geldpolitik. Die europäische Variante heißt eher Refinanzierung von Krediten bei der Zentralbank. Wenn Sie die beiden gemeistert haben, halbwegs verstanden haben, verstehen Sie die Geldpolitik und Sie verstehen auch, warum die Geldpolitik manchmal versagt. Weil dieser letzte Schritt, diese Rückzahlung der 100.000, der 90.000 aus dem 100.000 an die EZB, ist der Grund, weshalb die Kreditwirtschaft nicht ins Rollen kommt. Also mit 100.000 da draußen könnte man tatsächlich viel mehr Kredite vergeben, aber die BEBA will das nicht. Nicht? Das heißt, man hat eine Endogenität der Reservehaltung automatisch in diesem System. Insofern müssen wir auch immer verstehen, die Zentralbank kann nicht Wunder bewerkstelligen. Und gerade sogenannte Quantitative Easing, Sie haben bestimmt davon tausendmal gehört in der Zeitung, gelesen, das ist der Versuch der Europäischen Zentralbank, dieses Problem zu überwinden, indem sie zum amerikanischen System übergehen, einfach Geld reinpumpen, weil die Banken selber bislang teilweise im Süden Europas die Ausleihungen nicht machen wollen. Die haben Angst, die haben keine Lust, die haben keine interessanten Kreditmöglichkeiten, die halten sich zurück. Okay? Das heißt, im US-amerikanischen Beispiel ist die Einführung vom neuen Zentralbank der Auslöser für die Geldschöpfung. Im europäischen Beispiel ist die Vergabe von neuen Krediten, die exogen von den Banken ausgehen und zu einer Verknappung der Zentralbankreserven führt und eine Refinanzierung bewältigt das Problem. Aber in beiden Fällen gilt, Zentralbank steuert die Geldmenge durch die Reservehaltung der Banken. In den letzten paar Minuten möchte ich mal ganz schnell durch die Logik der Geldpolitik durchgehen. Also es gibt Instrumente, es gibt Zwischenziele und es gibt auch die obere Ziele. Das obere Ziel in der Europäischen Währungsunion ist Preisstabilität oder Inflationsbekämpfung. Die hat man sehr, sehr gut gemeistert. Allerdings könnte man sagen, ja, warum nicht andere Ziele? Vollbeschäftigung. Warum macht die Zentralbank niedrige Zinsen, um die Wirtschaft anzukurbeln? Das machen wir später. Zwischenziele sind, wie kann man tatsächlich Geldmarktzins oder Geldmenge steuern? Und die Instrumente, das sind die tatsächlichen Möglichkeiten, die der Zentralbank offenstehen, um diese Ziele zu verwirklichen. Offenmarktoperationen, Refinanzierungskredite, habe ich schon erwähnt, der Zins, der damit einhergeht, weil wenn Sie Kredite vergeben, können Sie auch als Monopol die Zinsbedingungen bestimmen. Nicht wahr? Die Europäische Zentralbank gibt an, zu welchem Zinssatz Kredite vergeben werden an die Banken. Oder man macht die chinesische Variante, das sind die Mindestreservesätze, die sind sehr hoch und damit kann man auch die Geldmenge steuern, indem man sie anhebt oder senkt. Nicht? Auch die Bank, the Bank of India, also die Zentralbank von Indien, macht ähnliche Politik. Ganz schnell, die oberen Ziele, die man verfolgt, per Gesetz oder per Satzung, Geldwertstabilität, das ist für die EZB, Bundesbank und so relevant. Man könnte natürlich Vollbeschäftigung, andere Dinge könnte man einbeziehen. In Amerika ist
Vollbeschäftigung auch ein Ziel der Zentralbank, obwohl die Inflation in den letzten 20 Jahren etwas wichtiger bewertet wird. Die schwedische Zentralbank muss tatsächlich Ziele, Inflationsziele publizieren. Viele Zentralbanken machen das. Jedes Quartal werden neue Prognosen getroffen und ein Ziel. In England ist es 2,5%, die EZB 2%. Und ja, gibt es jetzt natürlich die Möglichkeiten, das zu verwirklichen. Also die Geldpolitik kann sich an der Geldmenge orientieren. In dem Fall ging es darum, über die Kontrolle, die absolute Kontrolle der Zentralbank Geldmenge, Kontrolle über die Vergabe von Krediten und die Entstehung von M1 zu steuern. Und deshalb, wir haben schon gesagt, dieser Geldmarktmultiplikator, das machen wir in der Übung, da werden Sie sehen, es geht um eine Geldmengenpolitik. Aber in Europa und in Amerika auch seit den 80er Jahren geht man über zu einem Zins als Politikinstrument. Nicht? Das heißt, die Refinanzierungskredite bei der Europäischen Zentralbank werden hauptsächlich gesteuert. Man spricht von einer Spitzenrefinanzierungszinssatz ganz oben. Das sind, wenn eine Bank wirklich notleidend ist und dringend Kredite braucht. Es gibt auch einen unteren Zinssatz, wo die Geschäftsbanken sogar einzahlen und Zinsen bekommen. Diese Zinssätze sind jetzt negativ geworden, nicht? Und was dazwischen ist, die sogenannte Zentralbankrefinanzierungszins. Und dieser Zinssatz kann man tatsächlich zeigen. Ich zeige es mal, weil wir ein bisschen wenig Zeit haben. Das können Sie alles nachlesen. Das sind also eine verbale Beschreibung von den ganzen Möglichkeiten. Aber letztendlich geht es hier rum. Es geht die Bandbreite der Zinssätze am Geldmarkt zu bestimmen. Und die EZB macht das, indem man einfach Refinanzierungsangebote macht in teilweise unbeschränkte Menge. Im Moment wird das ein bisschen feiner gemacht mit Angebote an Zins und Menge. Und man bildet so eine Art Book, so ein Book-Building-Verfahren. Aber im Großen und Ganzen geht es eigentlich darum, diese grüne Kurve zu steuern. Die grüne Kurve ist die, auf Englisch, Main Refinancing Operations Rate, die Hauptrefinanzierungssatz. Und das ist für kurzfristige Ausleihen, wenn die Bank Reserven braucht. Geht zur Bank und holt sich was, ja, zu dem Zins. Das heißt, die Bank muss Zinsen an die Europäische Zentralbank abführen. Hoffentlich ist der Kredit, der damit refinanziert wird, ergiebig genug, um das abzudecken und Gewinn für die Bank zu ermöglichen. Ganz oben ist dieser Spitzenrefinanzierungssatz, diesen Strafsatz, sagt man manchmal. Und dann sehen Sie, diese pinke Kurve ist die tatsächliche Marktentwicklung. Das heißt, die Banken leihen untereinander Geld aus. Und diese pinke Kurve folgt eigentlich ziemlich genau dem Verlauf von dem EZB möglichen Zinssatz. Aber es gibt Abweichungen, zum Beispiel in Rezessionen, keiner will Geld, dann geht dieser Zins drastisch zurück, fast an die roten Kurve heran in diesen Jahren nach der Finanzkrise. Gut, dann kann man von expansive und kontraktive Geldpolitik sprechen. Eine expansive Politik würde heißen, die EZB versucht den Zinssatz oder die Leitzinsen zu senken. Die ganze Kurve geht nach unten. Das sehen Sie schon mal, als diese nach der Finanzkrise drastisch nach unten gegangen ist. Aber Mitte der 2000er ging es nach oben. Die EZB hatte Angst vor der Inflation und hat versucht, mal kontraktiv zu handeln. Und jetzt sehen Sie das Problem. Die Zinssätze können im Prinzip nicht negativ werden. Sie können immer Bargeld halten, dann können Sie sich die negativen Zinssätze sparen. Das heißt, die EZB hat eine Untergrenze von null, wenigstens was die Banken angeht, bei der Ausleihung von Refinanzierungskredite, kann nicht überschritten werden. Es wird sehr viel darüber diskutiert, aber das ist eine natürliche Schranke, die dazu führt, dass man sagt, okay, dann müssen wir vielleicht doch über die Menge die Geldpolitik betätigen. Wir müssen einfach massiv in die Geldmärkte reingehen und Geld reinpumpen. Notfalls verschenken wir Geld an die Bevölkerung. Das ist auch die
ultimative Möglichkeit, stimulative Geldpolitik zu machen. Kein Mensch würde das mal in den Mund nehmen, aber das ist tatsächlich, was wir Wirtschaftswissenschaftler mal theoretisch besprechen können. Wir haben keinen Wahlkreis, der uns abwählt. Ne? Aber im Prinzip haben wir eine Krisensituation. Die Banken wollen nicht ausleihen. Die europäische Wirtschaft dümpelt vor sich hin. Die Nachfrage nach Geld ist niedrig. Liquidität ist niedrig und das ist ein Problem. Trotzdem können wir davon sprechen, dass expansive Politik würde weitere Senkung oder wenn man wollte, könnte man die Zinssätze anheben. Das würde natürlich Folgen für die Wirtschaft, die reale Wirtschaft haben. Das ist alles hier ziemlich ausführlich beschrieben und da sehen Sie, es gibt Phasen von Kontraktion und Expansion. Wenn Sie sich die Bilanz der EZB angucken, ist es fabelhaft interessant. Die EZB ist gewachsen, weil neue Mitgliedsländer reinkommen. Der Euroraum hat 18 Mitglieder jetzt. Wahnsinn, nicht? Also wir konsolidieren diese ganzen Banken. Wir haben eine Bankbilanz von 850 Milliarden damals. Jetzt, also 2009, nach der Finanzkrise 1,8 Billionen. 3 Billionen, also die Bilanz der EZB schwillt an, weil die EZB versuchte, bis 2012 durch Offenmarktoperationen die Finanzkrise zu bekämpfen. Man dachte, okay, es darf nicht zu einer Finanzierungsklemme kommen. Und Sie sehen ja gerade die Posten, die sich am meisten erhöht haben, sind die Ausleihungen an Banken. Lending to and other claims on Euro area credit institutions. Das ist genau diese Refinanzierungskredite, gerade Richtung Süden. Italien, Griechenland, Spanien. Allerdings in der letzten Zeit geht das zurück. Vergleichen Sie bitte mal 12, 13. Also diese Ausleihungen sind massiv zurückgegangen. Das sieht kontraktiv aus. Das heißt, die Banken haben allmählich ihre Kredite zurückgezahlt, weil mangels Optionen, Geld zu verdienen, zahlen sie lieber diese Kredite zurück, genau wie in unserem Beispiel. Und das ist für mich das Interessante an dieser Finanzkrise. Alle beschimpfen die EZB für inflationäre Politik. Ich sehe es noch nicht. Gerade deswegen ist Quantitative Easing überhaupt implementiert worden, um diese Rückbildung der Kreditvergabe an die Banken zu konterkarieren. Da sehen Sie es in dieser Abbildung ganz deutlich. Die gelbe Entwicklung ist die Entwicklung der Bilanz der EZB seit 1999. Es ist tatsächlich sehr, sehr regelmäßig und graduell angestiegen bis zur Finanzkrise. Und dann durch die Zukäufe von Staatsanleihen Ende 2008 und 2009 ist es tatsächlich zu einem Anstieg gekommen. Aber durch dieses endogene Verhalten der Banken ist es tatsächlich zu einer Stabilität geführt. Dann hat die EZB versucht, das über die LTRO-Kredite an die Banken, hauptsächlich südeuropäischen Banken, zu unterstützen. Aber da sehen Sie, seit 13 gehen diese auch zurück. Und gerade deshalb hat Draghi, um ihn zu verteidigen, hat eingreifen müssen und sagt, ja, das kann keine normale Entwicklung sein. Die EZB schrumpft durch die Kontraktion im Südeuropa. Wir müssen was tun. Und gerade deshalb gibt es Quantitative Easing. Nicht? Das muss man wirklich als Wissenschaftler verstehen. Dass es mag sein, dass die notleidenden Banken hauptsächlich in Südeuropa sind, aber wir sind in der Europäischen Währungsunion daran interessiert, dass das Ganze überlebt und nicht nur die deutschen Banken, sondern alle Banken, weil es Abhängigkeiten gibt. Und wir wissen ja, als die südeuropäischen Banken im Eimer waren, waren es die deutschen Sparer, die auch im Eimer waren. Deshalb gab es die Intervention 2008 und 2009. Letzte Möglichkeit der Geldpolitik. Ich habe drei erwähnt, sollen Sie auswendig lernen. Offenmarktpolitik, Refinanzierungszinssätze, Refinanzierungspolitik und letztlich Mindestreservepolitik. Das heißt, die Banken werden so durch sehr hohe Mindestreservesätze gezwungen, Reserve zu halten. Das macht man in China und vor allen Dingen in Indien in letzter Zeit. Um die Inflation zu bekämpfen, sagt man einfach, wir heben diese Reservesätze an und beschränken die Geldvergabe, die Geldkreditvergabe und die Geldentstehung dementsprechend. Das heißt, eine Erhöhung der Mindestreserve führt zu einer kontraktiven Geldpolitik und zu einer Verknappung der Geldmenge.
Gut, also zuletzt, ich werde ein bisschen meine Zeit strapazieren, wir sind fast fertig. Wir haben gesagt, es gibt eine Geldnachfragefunktion, das kann man tatsächlich als ein Menü von verschiedenen Möglichkeiten sehen. Selbst wenn die Zinssätze niedrig sind und die Wirtschaft ein bisschen im Eimer ist, kann es trotzdem sein, dass die Zinssätze niedrig sind und die Handlungsmöglichkeiten der Zentralbank beschränkt sind. Und in dem Fall kann man über die möglichen Politikmaßnahmen sprechen. Jeder hat einen Vorteil. So Zinssteuerung heißt, okay, wir müssen Fluktuationen der Geldmenge in Kauf nehmen. Die Nachfragekurve verschiebt sich, auch mit der Konjunktur, werden wir später auch sehen. Das führt zu einer Ausweitung oder eine elastische Rückführung der Geldmenge. Sei es drum, wenn wir das alles unter Kontrolle haben. Das ist der Vorteil der Zinssteuerung, haben stabile Refinanzierungsmöglichkeiten für die Wirtschaft. Aber man hat die Gefahr, dass die Inflation durch eine zu große Expansion der Geldmenge kommt oder zu starke Kontraktion. Auf der anderen Seite, eine Geldmengensteuerung heißt Fluktuationen in den Zinssätzen. Nicht? Also wenn die Nachfragekurve sich verschiebt und das Angebot relativ unelastisch ist, kommt es zu Zinsschwankungen. Das mag die Wirtschaft auch nicht. Ist auch nicht gut für Sie, wenn Sie ein Auto oder ein Haus kaufen wollen, dann müssen Sie immer mal zurückspekulieren. Ja, vielleicht morgen sind die Zinssätze niedriger. Eine gewisse Stabilität ist vielleicht geldpolitisch auch gewünscht. Und man sieht das auch in diesen beiden Abbildungen ziemlich plastisch. Und heutzutage sind wir wirklich trotz der Finanzkrise immer noch ein bisschen bei der Zinspolitik geblieben. Nicht? Und wir sehen jetzt die Entwicklungen in den USA. Sieht so aus, als würde die US-Wirtschaft wieder expandieren. Und die Fed hat schon längst angekündigt, die Zinssätze allmählich anheben zu wollen. Das heißt, wir will zu einer gewissen Normalität zurückkommen. Falls die Inflation tatsächlich in den USA kommt, möchte man einem Nominalzinssatz ein bisschen darüber sein, damit es nicht zu stimulierend ist. Letzter Satz. Es gibt sehr, sehr viele Äußerungen über den Wechselkurs. Auch die quantitative Lockerung wird gesehen als Wechselkursmanipulation gesehen. Wie kommt das alles zusammen? Auf jeden Fall wirkt der Zins auf den Wechselkurs. Wie sagen wir später? Wenn der Zins hierzulande niedrig ist, gibt es tendenziell Kapitalflucht in die Hochzinsländer. Unsere Währung wertet ab. Wenn der Zins in Europa hinter dem amerikanischen bleibt, wenn Janet Yellen immer noch weiter anhebt und wir nicht, dann wird es Druck auf den Euro geben. Europäer und andere Drittländer werden ihr Geld nach Amerika bringen. Das wird den Dollarkurs stärken gegenüber dem Euro. Und das führt natürlich zu schönen Sachen, wenn Sie exportieren. Aber wenn Sie importieren, könnte es ein Problem sein. Aber bleiben Sie bitte ruhig, wenn Sie denken, ja, man kann alles haben. Geht nicht. Man kann Zinspolitik machen und Wechselkurs hinnehmen. Und man kann versuchen, den Wechselkurs festlegen. Aber da muss man tatsächlich die Nachfrage nach Geld und die Liquidität, die daraus entsteht, annehmen, wie sie ist. Und das beste Beispiel dafür ist Dänemark. Dänemark hat den Euro nicht, aber hat einen festen Wechselkurs im Euro. Wer von Ihnen Dänemark kennt, 7,5 Kronen pro Euro ungefähr, 7,8. Es gibt so eine Bandbreite, sogenannte Mitglied des europäischen Währungssystems 2. Das ist ein altes Überbleibsel aus der Vergangenheit. Aber das heißt, die Dänen können nicht beliebig hohe Zinssätze setzen. Dann würde es zu Kapitalzuflüsse kommen, zu Kapitalzuflüssen. Und das würde heißen, die Märkte würden Kronen kaufen. Und das würde zu einer Aufwertung der Kronen führen. Und das ist nicht erlaubt. Die wollen ja in diesem Wechselkursband bleiben. Das heißt, sie müssen in dem Moment andere Sachen verkaufen aus der Bilanz. Sie müssen Euro verkaufen oder Euro, Entschuldigung, die Euro ankaufen, um quasi diese Aufwertung zu verhindern. Und das haben wir so ein kleines Beispiel, ist auch im Lehrbuch im Kapitel 9 sehr ausführlich aufgeführt. Das heißt, die Geldbasis in dem Fall, wo eine Zentralbank auf einen Devisenkurs sich festlegt, wird auch endogenisiert.
So die, das heißt, die in guten Zeiten fließen Dollar ins Land rein, die müssen aufgekauft werden, um die Aufwertung zu verhindern. Aber bei Abwertungsentwicklung müssen sie verkaufen. Und man wirkt kontraktiv. In dem Moment müsste Dollar verkauft werden, wie in diesem Fall. Und das würde zu einer Kontraktion der Geldmenge im eigenen Land führen. Okay, das war eine Menge. Ich habe sehr schnell geredet. Die Folien sind sehr ausführlich. Ich habe extra daran gebastelt für Sie. Lesen Sie bitte Kapitel 9. Schauen Sie sich mal die Folien an und gehen Sie zu Gregor, Experte in diesem Feld, und haben Sie eine schöne Woche ohne Feuerwehralarme.